Aber eine Sache darf man übrigens nicht machen. Und die mache ich heute. Peace, Freunde, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ja, Freunde, ihr habt mich alle wieder beeindruckt. Ihr habt gesagt, das gestern hat auf jeden Fall nicht gereicht. Deswegen dachte ich mir, ey, komm, ich mache direkt die zweitschlimmste Sache, die in meinem Kopf war. Und zwar gehe ich nicht so, dass ich ihn irgendwie dreckig machen muss oder irgendwas anderes. Ich gehe nämlich von den Sachen aus, die er am meisten liebt. Die erste Sache ist seine Kinder. Damit habe ich ihn gestern verletzt. So, und heute, Freunde, habe ich euch gesagt, die zweite Sache, die ich mir ausgedacht habe, ist nämlich in seinem Bart rasieren, Freunde. Ich muss euch sagen, mein Vater liebt seinen Bart wirklich über alles. Er pflegt den wirklich jedes Mal. Ich glaube nicht, dass er wollen würde, dass ich ihn den einfach abrasiere. Das weiß ich ganz genau. Ich einfach. Und das Ding ist, Freunde, den kann man, soweit ich weiß, warte mal, ist der direkt null. Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt runter und ich würde sagen, wir rasieren jetzt den ein oder anderen Bart ab, Freunde. Okay, Freunde. Let's go. Du hast dich gemacht, oder? Hm? Du hast dich gemacht jetzt. Zimmer? Nein, ist nichts abgegangen. Was? Das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist nicht dein Ernst. Ist doch nicht so schlimm, aber man muss ab und zu mal den Bart. Du hast ihn nicht komplett weggemacht. Also ich hab hier rein rasiert einmal. Das ist so schlimm, mein Gott, kannst du mal ein Bart abmachen? Siehst du auch ein bisschen jünger aus, Mann. Ich hab dir gesagt, guck mal, du hast auch übertrieben die ganze Zeit. Brauchst jetzt nicht sauber sein oder so, ne? Gut. Hä? Alles klar. Was, alles klar? Ja, okay. Was? Was? Ich hab's nicht gehört, nochmal bitte einmal lauter. Dieser Punkt gehört dir. Der Punkt gehört mir, ne? Ja. Dankeschön, wer wollte dich hören? Ihr habt gesehen jetzt, was er mit meinem Bart gemacht hat. Ja, und das lasse mich auf mich nicht ansetzen. Dafür gibt's Rache. So Leute, und zwar, ich bin jetzt gerade draußen hier. Der Prank geht jetzt weiter. Und zwar habe ich eine große Überraschung für Jonas. Ich will es nicht erzählen, aber ihr werdet sehen, was ich gerade jetzt mache. Auf jeden Fall ist es was Cooles. Ich weiß nur eins, es hat was mit Katzenkot zu tun. Mehr sage ich dazu. Ciao. Komm bitte her! Ganz kurz! Komm bitte, ich weiß nicht. Kannst du mal kurz da reingehen, gucken? Geh mal bitte rein, geh mal rein. Kurz rein. Guck mal, bitte. Ich hab da so einen Reifen, weißt du? Guck, ob du reinpasst, ne? Und? Tut zu? Hörst du mich? Ja? Du weißt, was er stinkt? Das Katzenkot. Wie, mach auf? Warte. Du kotzt gleich? Ja. Das ist mir doch egal. Aber ich möchte erstmal was hören von dir. Bitte. Sag erstmal, ich bin der King. Gibst du auf? Ob du aufgibst? Du sollst da verrecken, den Kot da, damit du zukommst. Rasierst du mir den Bart ab im Schlaf? Ja, Entschuldigung, ich mach's nicht mehr. Mach's nicht mehr? Mach auf, bitte. Ich weiß nicht. Warte, ich muss mal die Zuschauer fragen, ob ich aufmachen soll.
Warte ganz kurz. Leute. Soll ich aufmachen oder nicht? Hust, Jonas, hust mal noch ein bisschen, hust mal noch ein bisschen. Hä? Hust mal noch ein bisschen. Mach mal das eklig, Walla, ich kann nicht mehr, mach mal auf, bitte. Ja, aber ich möchte erst mal ein Wort hören von dir. Was? Gibst du auf? Gibst? Ich dachte, wenn du aufgemacht hast. Wie bitte? Ich dachte, wenn du aufgemacht hast. Alles klar. Ich hoffe, du sagst ja. Ansonsten geht's weiter. Okay? Ja. So. Hallo. Das ist schon Menschenquälerei, oder? Ich komm raus. Komm raus, komm. Komm, komm, komm. Oh. Das ist den Kurt. Da ist der Kurt. Guck mal, wo der ist. Da. Da ist der Kurt. Da habe ich ihn reingepackt. Da. Ich kann zu kotzen gehen. Ciao. Ja, Joris. Das war zu heftig, ne? Aber glaub mir, es ist noch gar nichts. Ciao. Ich glaube, er ist am Ende jetzt. Das ist so, meine lieben Freunde, ich habe mir jetzt was ganz Besonderes überlegt. Und zwar könnt ihr hier sehen, das ist der Philipp Plein Pullover von meinem Vater. Den liebt er wirklich über alles und zieht er nur zu besonderen Zwecken an. Und ab und zu ziehen ich und mein Bruder den natürlich auch an. Habe ich so ein kleines Tesa-Band. Das werde ich hier draufkleben, das sieht man wirklich fast gar nicht, Freunde. So. Das sieht man wirklich fast gar nicht. Jetzt werde ich einen Kugelschreiber nehmen. Warte mal. Geh mal. Als hätte ich auf dem Pullover irgendeinen Fleck gemacht. So, und das legen. Und das geben wir jetzt unten meiner Mutter. Und sie soll das dann meinem Papa geben. Er wird dann sofort fragen, wer den Pullover angezogen hat, ich oder Mohammed. Würde ich sagen, ja, ich hatte den an, hast halt Pech gehabt, ist nur mal ein Fleck reingekommen. Und ich würde sagen, let's go. Sag mal, ist denn der Pullover los? Hä? Pullover los. Was? Hier. Warum kommen immer alle zu mir, wenn irgendwas... Ja, und das war... Du hast das letzte Mal angehabt. Ich. Mohammed hatte den auch einmal an. Jonas, den hast du letztes Mal, wo du mich gefragt hast, Papa, wo ist der Pullover, hab ich dir den gegeben. So, jetzt guck dir das mal an, wer war das hier? Das kann sein, dass, voilà, ehrlich, kann sein, dass ich das war. Ja, und jetzt? Hm? Und jetzt? Auf 2.9. Ja, gib her. Was? Jetzt haben wir ein Geschenk bekommen. Und jetzt hat er da aus Frankreich geholt. Und außerdem, du weißt, ich zieh sowas gerne an. Den hab ich komm, angezogen. Kostet halt 9, ist doch nicht teuer. Ist es teuer? Der Plan ist teuer. Ich bin hergeschmissen. Und jetzt? Tut mir leid. Ja? Was? Du zahlst sie jetzt. Ich krieg mal ab. Mama hat gesagt, sie kann nicht mehr waschen. Ich krieg nicht den ganzen Tag mehr raus. Packst du Autowäsche, Hochglanzreiniger. Das ist schon mein Gott. So ein kleiner Fleck, Papa, das sieht man jetzt. Das sieht man sowieso nicht, Mann. Gib mal bitte her. Was hat mein Handy damit zu tun? Dein Handy hat damit zu tun. Das Handy kostet so genauso viel wie der Pullover. Also wenn du den Pullover jetzt sauber machen würdest, oder ich verkaufe das Handy und dann kaufe ich wieder ein neues Pullover und es ist zusammen gegessen. Oder wir machen so, ich behalte den Pullover, du gibst mir dein Handy und verlässt mein Zimmer. Nein, eben nicht. Das wirst du ja sicher, klar. Du behältst den Pullover, du behältst das Handy und ich gehe raus hier. Das heißt, ich hab hier... Was für ein Fleck hier überhaupt? Na? Warte. Das ist ein Kugelschreiber. Naja. Mein Geil war. Wo ist dein Fleck? Wo hast du deinen Fleck gesehen? Hier. Wo? Warte, komm, mein Fleck. Wo? Zeig mal deine Hände. Zeig mal deine Hände. Da ist nichts. Da ist nichts. Diese Film, du Penner, du. So, Leute. Jetzt kommt das Finale. Und zwar musste ich wegen Jonas meinen Bart komplett abrasieren. Ich werde richtig nackt, sieht es aus. Und naja, Sabri meint auch zu mir, er sieht richtig nackig aus. Ich muss jetzt so rumlaufen. It's Corona-Time. Genau. So. Und zwar habe ich mir jetzt was sehr, sehr, sehr Schlimmes ausgedacht. Und zwar, ihr wisst ja ganz genau, dass Jonas, halt bei Jonas praktisch, man kann nicht alles machen, egal was. Also man kann ihn pranken bis zum Ende. Aber eine Sache darf man übrigens nicht machen. Und die mache ich heute. Und zwar, es geht heute um seine Haare. Mehr verrate ich euch nicht. Ich werde erstmal hier das nochmal aufsetzen. Das hat auf jeden Fall was mit der Perücke zu tun.
möge die Show beginnen. Bis gleich. Es geht los. Süß. Wir haben noch gesagt, Haare nicht. Wann? Ich hab dir gesagt, ohne ja, Haare. Aber nicht dieses Jahr. Letztes Jahr war das. Ich hab gesagt, ohne Haare. Ja, 2020. Ich hab dich immer dran. Und jetzt? Aber wir haben doch gesagt, ohne Haare abschneiden. Wer hat's gesagt? Ich hab's von Anfang an gesagt, dass wir gesagt haben, keine Haare abschneiden. Zu wem? Wir. Ich hab dir gesagt, mach alles, aber keine Haare abschneiden. Zu mir? Nein. Hey, zu mir hast du gar nichts gesagt. Ey, das ist mein Schrank hier. Los. Andiamo. Oh, bello. Nur ein bisschen, Mensch, ist nicht schlimm, Mann. Ist hier viel. Hinten ist alles weg. Ja, ist nicht schlimm, ist nur ein bisschen. Das ist viel. Das ist nicht viel. Kann ich mitmachen. Ist es viel? Der spült mit Priel. Kennst du das Lied? Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. Lustig. So was hat man. Da werde ich auch übersehen. Ich würde auch irgendwas machen, was verboten ist. Ich bin der King hier. Ich bin der King. Habt ihr gesagt? Ich habe nur ein bisschen geholt, nicht zu wenig. Lass mal wuppen, ein bisschen. Komm her. Komm her. Nee, ein bisschen so viel. Außerdem kann man es wieder rankleben. Mein Gott, da. Was willst du da rankleben? Sekundenkleber haben wir doch noch. Ja. Schön. Ja. Weißt du was? Guck mal, weißt du was? Ja, guck mal, man merkt halt wirklich, dass du nichts und gar nichts weißt von mir. Warum? Das sind nicht deine Haare. Man muss doch wohl wissen, wie sich seine eigenen Haare anfühlen. Das sind die Haare von der Perücke, Mann. Yeah. Gott sei Dank. Ich hab ihn wieder. Also Leute, habt ihr gesehen? Er ist in die Hosen geschissen. Oder mein Kopf, Mann. Ja, habt ihr gesehen, bei Haare kein Spaß, Walla. Aber ich muss ihn irgendwie rankriegen, anders geht's ja nicht. Nächstes Mal vertöne ich dir die Haare. Anders ging's ja nicht, ne? Von daher, aber wer ist der King jetzt? Verstehe, wer ist der King jetzt? Ja, du. Sag, ich bin der King. Du hast gewonnen, ja. So, umarmen, sag Entschuldigung. Entschuldigung. Mir leid. Ich bin der Beste. Du bist der Beste. Ich mach's nicht wieder mehr. Ich mach's nicht wieder mehr. Du bist der King. So, meine lieben Leute. Leuten? So, meine lieben Leute, Deutsch ruft an. So, meine lieben YouTube-Freunde, ich würde sagen, das war's vom Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihr wie immer einen Daumen hoch da. Und ich würde sagen, Freunde, ich habe jetzt eine neue Idee. Und zwar schreibt ihr die Ideen, wie ich meinen Vater pranken soll oder wie mein Vater mich pranken soll, in die Kommentare. Und die Kommentare mit den meisten Likes. Du hast keine Chance, Mann. Diese Sachen werden wir dann benutzen. Du hast keine Chance. Ja, ja. Schreibt in die Kommentare. Wisst ihr was? Ja. Gib mein Daddy am besten gar keine. Ich mach mal bei einem Kanal auf. Ja, okay. Und dann siehst du, was ich mache. Ich will dich demolieren, du Vogel. Okay, Freunde. Ich würde sagen, schreibt in die Kommentare, wie ich meinen Vater pranken soll. Der braucht keine Unterstützung, sagt er. Macht Unterstützung für mich. Schreibt Ideen in die Kommentare. Die Kommentare mit den meisten Likes. Damit werde ich dann meinen Vater pranken. Ich würde sagen, das wär's von mir, Freunde. Bis morgen um 20 Uhr. Ciao, bis zum nächsten Mal. Wird erledigt.